Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Waselmap. Ja, unser Fertilizer, das heißt unser Dünger, ist leer. Stand 0, hier auch 0. Im Anhänger haben wir noch ein bisschen was drin. Unser Düngestreuer ist allerdings auch leer. Und das heißt, wir müssen zur Düngeproduktion und mal nachgucken, ob wir da wenigstens noch ein bisschen was haben. Ne, warte, ich glaube, die nächste Straße, wenn wir die hochfahren. Ja, da kommen wir direkt hin. Alla hier. Aber Moment, jetzt habe ich ganz was vergessen. Ich hatte eigentlich gerade als Plan, gleich beide Anhänger mitzunehmen. Weil wir werden sowieso einiges an Dünger brauchen. Und dann müssen wir nicht ganz so oft fahren. So, unser Gespann ist also fertig. Hier ist es nämlich so, dass du Dünger selber herstellen kannst. Hier gibt es extra eine Düngeproduktion. Hätte sie nicht gegeben, habe ich die als Mods auch mit dabei. Hätte ich also auch direkt bei uns selbst anbauen können. Also platzierbare Objekte sind das. Wir kommen da gleich hin und dann werde ich euch sagen, wie das Ganze funktioniert. Ist nämlich relativ einfach. Man kann Flüssigdünger, Trockendünger sozusagen und Saatgut selbst herstellen. Es verbirgt sich alles hinter diesem großen Berg. Wenn das alles Dünger ist, hat man einiges. Ich hoffe nur, dass wir auch wirklich da reinkommen. Die Düngeproduktion ist nämlich mit einer Schranke gesichert. Wenn es da natürlich auch Öffnungszeiten gibt, dann haben wir gleich ein kleines, aber feines Problem. Schauen wir mal. Na, das haben wir aber Glück gehabt. So, hier sind wir auch schon. Ich werde erstmal den Dünger hier voll machen. Also den Düngestreuer. Und dann gucken wir mal. Hallo? Dass wir den Anhänger da drunter schieben. So aber nicht. Also den mit Deichsel, den Anhänger, den fahre ich eigentlich nicht so gern, muss ich echt sagen. Müssen wir den noch ein bisschen zurücksetzen? Ah ja. So, während es hier vollläuft, kann ich euch hier mal zeigen, was das Display hergibt. Und zum Beispiel hier muss Mist rein, bis zu 20.000. Und hier muss Wasser rein. Und aus Mist und Wasser wird hier Dünger, Trockendünger, wohlgemerkt. Wenn der arbeitet, ist der hier oben grün. Dann kommen wir hier zum... Da steht gar nichts dran. Flüssigdünger. Der braucht Wasser und normalen Dünger. Und daraus wird dann eben Flüssigdünger. Und dann haben wir hier eben noch die Saatgutproduktion. Hier, Saatgut. Wie das jetzt genau funktioniert, ich glaube, da muss man Getreide und sowas hier reinmachen. Und
Dünger und noch irgendwas. Ich weiß leider nicht genau, was man braucht. Das werden wir in den nächsten Folgen auch bestimmt irgendwann mal rausfinden. Was hier? Aha. Hier ist Gülle drin. Das heißt, ich kann hier auch Gülle gleich auffüllen. Muss nicht extra warten. Gut. Anhänger haben wir mal voll. Dann machen wir den anderen auch noch voll. Und dann können wir nämlich zu Feld 19 fahren. Und zu Feld Nummer 30. Ja. Es passt nicht. Da muss man wirklich gut fahren. So. Passt. Normaler Anhänger mit einer Achse ist ja nicht so schwer. Aber so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das hier heißt. Mit dem Drehschemel. Drehschemel heißt das Ganze. Mit dem Drehschemel rückwärts zu fahren. Braucht schon etwas Übung. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Also wenn ich hiermit fertig bin, dann kann ich mit Sicherheit auch mit dem Drehschemel rückwärts fahren. Ich habe vor kurzem den normalen Anhängerführerschein gemacht. Es war gut. Mit dem normalen Anhänger habe ich keine Probleme. Drehschemel muss man halt eigentlich schon wieder so lenken, wie man ganz normal sowieso lenkt. Nein. Hat er mir den Dünger weggeschmissen? So, eigentlich wollte ich ja einen Anhänger mitnehmen, gell? Naja, aber so viel Dünger brauchen wir nicht. Es gibt immer einen Punkt und dann verpasse ich's Einlenken. Gucken wir mal, ich glaube 10.000 oder so lasse ich mal drin. Ja, eigentlich müsste 5 auch reichen. Ja, 5.000 reicht. Ja, fast. Das müsste reichen für Feld Nummer 30. Da fahren wir nämlich jetzt hin. Bedüngen das Ganze mal. Dass wir da auch in der nächsten Folge, denke ich, auf jeden Fall säen können. So schnell sollten wir das hinkriegen. Ups. Sind wir ein bisschen auf die falsche Fahrbahn gekommen. Bin ich jetzt... Ah ne, ganz da hinten. Aha. Geradeaus nach hinten, da müssen wir ja hin. Ich war kurz irritiert, wo denn unser Feld überhaupt ist. Wow. Da ging es aber nach unten. Hier geht's wieder hoch.
ist alles manchmal ein bisschen schwer zu erkennen. So, was ich auch cool finde, ist, unser Geld vermehrt sich, ohne dass wir überhaupt was dafür tun. Ganz im Gegenteil, wir kaufen sogar Dünger und tun und machen und kriegen trotzdem mehr Geld. Ist eigentlich cool. Und wir können uns jetzt um das Düngen kümmern. Dieses Feld werde ich jetzt mal wieder selbst düngen. Und ich denke, ich lasse euch mit dabei. Zurzeit habe ich irgendwie Wortfindungsstörung. Ich hau einfach eine Timelapse rein. Also, bis gleich. Auch Feld Nummer 30 haben wir endlich gedüngt. Und zwar ohne Nachladen vom Düngestreuer, wie ich es eigentlich befürchtet hätte. Das hat irgendwie hingehauen. Jetzt will ich trotzdem mal ausprobieren, ob das funktioniert, dass wir den aufladen. Deshalb werde ich den mal möglichst genau hinten dran platzieren. Aber wenn ich das jetzt hier auslade und es funktioniert nicht. Genau so. Nein! Wir sind mal voll in die Hose gegangen. Naja, man kann es ja probieren, gell? Und wie kriege ich den Dünger jetzt hier weg? Ah. Geht eigentlich bloß mit einer Schaufel. Eine Schaufel haben wir aber, glaube ich, gar nicht. Naja. Dann lassen wir den mal hier kurz ein bisschen liegen. Vielleicht verdünnisiert er sich auch. Das war nix. Okay, jetzt wissen wir es. Mit einem Kipper kann man den Düngestreuer nicht auffüllen. Werden wir nicht nochmal probieren. Aber ich glaube, mit irgendeinem Anhänger. Ich glaube, mit einem Überladewagen. Ja, hier. Dünger und Saatgut. Mit einem Überladewagen. Damit geht es also. Aber das lohnt sich eigentlich. Bei dem kleinen Düngestreuer überhaupt nicht. Dass wir hier so einen großen Aufwand betreiben mit einem Überladewagen. Das ist nix. So, wir haben auf jeden Fall schon wieder viel zu spät. Die Sonne geht herrlich unter. Schöner Tag war es auf der Wasl-Map. Wir werden jetzt aber gleich Feierabend machen.
Und dann müssen wir morgen unsere neuen Felder, oder beziehungsweise die anderen vier Felder, die wir noch haben. Drei. Oder? Ich weiß gar nicht, ob Feld Nummer 6 schon besät ist. Können wir gleich noch schauen. Auf jeden Fall werden wir morgen unsere Felder, beziehungsweise für euch in 2 Tagen, am nächsten Tag werden wir die Felder neu bestellen. So, wir werden erstmal kurz den voll machen und dann fahren wir rückwärts dran. Um den restlichen Dünger abzuladen. Dieser Dünger muss jetzt auch wirklich eine Weile reichen. Das sind knapp 40.000 noch drin. Bisschen mehr. Oh, viel zu weit weg. ich krieg das nicht hin. Egal. Stellen wir sie hier einfach rein. Den anderen auch und dann ist gut. Dann haben wir zumindest alles ordentlich aufgeräumt. Dass ich auch immer Unordnung machen muss. Aber ich muss sagen, hey, so rum ist der viel leichter zu lenken. Also ohne Spaß jetzt. Wenn man den so rum fährt, geht viel besser. Werden wir uns merken fürs nächste Mal. Ich möchte mich jetzt auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen bedanken. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, Like, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.